Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zum ausführlichen Display-Check des Samsung Galaxy S4. Wir wissen, wir haben ein 5 Zoll Full HD Super AMOLED Panel, also 1920x1080 Pixel insgesamt. Wir wollen uns ansehen, wie sind die Farben? Gibt es irgendwelche Schwächen? Gibt es irgendwelche Stärken? Jetzt geht's los, viel Spaß! Das erste, was einem auffällt, wenn man das Samsung Galaxy S4 in die Hand nimmt und sich beispielsweise Bilder oder schon den Home- oder Lockscreen anschaut, ist, dass es ein unglaublich geniales Bild ist. Super scharf, wunderschöne Farben, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Natürlich, bei 1920x1080 Pixel, also einer Auflösung, die es bei den meisten Fernsehern heutzutage gibt, auf so einem kleinen 5 Zoll Smartphone ist es natürlich kein Wunder. Wie sieht es aus mit den Blickwinkeln? Das schauen wir uns an, bevor wir dann genauer in die Farben gehen. Ich denke, man sieht hier schon, wenn man das Display dreht, ändert sich wirklich nicht viel. Die Farben bleiben nahezu komplett erhalten bis 180 Grad. Es wird nichts wirklich dunkler. Alles wunderbar. Nochmal zu den Farben. Wir haben ein super AMOLED-Panel. Bedeutet zum einen, dass wir sehr, sehr kräftige, sehr, sehr leuchtstarke Farben haben. Und zum anderen, hier sieht man das sehr schön, dass man keine schwarzen Ränder über oder unterhalb des Displays hat, weil das Schwarz nicht erzeugt wird, wie es bei LCD-Displays zum Beispiel ist. Schauen wir uns mal die Farbe an. Das Gelb ist sehr, sehr leuchtstark. Es ist ein schönes Gelb. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Grün sieht ebenfalls wunderbar aus. Hier gibt es nichts zu meckern. Eine tolle Farbe. Rot, wunderschön. Geht schon so ein bisschen in die Feuerwehrrichtung oder sowas, würde ich sagen. Sehr, sehr leuchtstark. Wir sind natürlich bei der höchsten Helligkeitsstufe. Wir werden das gleiche später nochmal in dunkler gucken und natürlich noch natürliche Fotos ansehen. Das kommt als nächstes, nachdem wir diesen Blauton gesehen haben. Gehen wir also rüber und schauen uns mal die Fotos an. Das hier ist zum Weißwerttest. Seht ihr überhaupt, dass da ein Text ist? Nein. Schrift lässt sich wunderbar lesen, das zeige ich euch auch nochmal im Browser. So, wir sind hier im Browser und was soll ich sagen, der Weißwert geht so ein wenig ins Graue, sieht an sich aber wirklich sehr schön aus. Viel schöner ist da nur noch die Schrift. Jetzt sind wir schon fast zu nah dran. Sie ist gestochen scharf, hier gibt es absolut nichts zu meckern, ich sehe auch keine Pixel. Wenn ich jetzt mit einer Lupe dran gehen würde, könnte es schon sein, dass man dort etwas sieht. Aber was soll ich sagen, der Text sieht unglaublich gut aus, genauso wie natürlich auch die Farben. Wie gesagt, der Weißwert, daran könnte man noch ein bisschen was machen. Wird Zeit, dass wir uns mal gemachte Fotos anschauen, um auch realistische Bilder aufs Foto zu bekommen. Also was soll ich sagen, alles ist unglaublich scharf, so wie ich das auch schon erwartet habe. Und man muss es einfach sehen, um zu merken, wie genial dieses Display ist. Es ist super scharf, wie sind die Blickwinkel hier? Okay, jetzt wird es leicht dunkler, wenn ich den Blickwinkel ändere, aber auch nur leicht. Details bleiben weiterhin komplett erhalten, da gibt es nichts zu meckern. Das nächste Bild, hier sieht man wunderschöne Farben und die sehen unglaublich gut aus auf diesem Display. Der Gurkensalat sieht auch sehr schmackhaft aus. Kartoffelsalat ebenfalls. Und das ist ungefähr das schönste Bild, was es zum Testen von Displays gibt. Einfach weil es hier viele Details gibt, weil es hier sehr, sehr um Schärfe geht und weil wir viele unterschiedliche, aber scharfe Farben haben wollen. Und hier sieht alles unglaublich gut aus. Warum verschwinden eigentlich die Bilder? Das ist diese blöde Geste, die ich hier noch aktiviert habe, um zwischen den Fotos hin und her zu wechseln. Ja, scharf, detailreich, wunderbare Farben, da gibt es absolut nichts zu meckern. Ich habe uns zum Vergleich mal das Samsung Galaxy Note der ersten Generation rangeholt, genauso wie das Alcatel OneTouch Idle. Und was wir beim Alcatel sehen, ist, dass wir ein LCD-Display haben, denn hier haben wir die eben angesprochenen grauen Balken rund um das Gehäuse. Und wenn wir die Smartphones jetzt mal drehen, wenn es denn irgendwann mal klappt, okay, muss ich erst noch einstellen, dann sehen wir auch, dass wir hier wirklich unterschiedliche Farben vom Feinsten haben. Auch obwohl wir hier ein super AMOLED-Panel haben, genauso wie dort. Wie sich das LCD-Display verhält, das schauen wir jetzt. So, Autodrehung, das wollte ich haben. Hier ist sie nun endlich. So und so. Wir drehen das Ganze jetzt also mal und schauen nochmal im Vergleich hin. Was soll ich sagen?
Ehrlich gesagt gefallen mir die Farben auf dem Galaxy Note der ersten Generation ein wenig besser als beim Samsung Galaxy S4. Warum? Weil das Grün schöner wirkt, genauso auch das Rot und das Gelb. Im direkten Vergleich das deutlich, ich würde mal sagen, realistischere Alcatel OneTouch Idol. Man kennt das, LCD-Displays sind immer ein Tucken realistischer, ist aber immer Geschmackssache, was man mag. Ich würde, wie gesagt, das Galaxy Note der ersten Generation als erstes nehmen, dann würde ich das Galaxy S4 nehmen und dann das Alcatel OneTouch Idol. Die Blickwinkel sehen auf allen drei Smartphones wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Das ist das Samsung Galaxy Note, dort gibt es nichts zu meckern. Und auch das Samsung Galaxy S4 sieht wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Selbst das Alcatel OneTouch Idol kann hier noch mit einer schönen Farbe trumpfen. Allerdings gar kein Vergleich zum Note der ersten Generation und dem Samsung Galaxy S4. Noch einmal ein direkter Vergleich Samsung Galaxy S4 mit Super AMOLED Panel und Alcatel OneTouch Idol mit LCD-Display. Zunächst fallen natürlich wieder diese grauen Rahmen auf. Von den Farben her könnt ihr beides am besten selbst begleiten. Ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen, ohne viel zu reden, denn ihr könnt ja eure eigene Meinung haben. So, und auch dieses Bild schauen wir uns nochmal an. Jetzt kommt eine Lichtquelle von oben rechts. Diese sieht man, ne, auf dem Galaxy S4 deutlich mehr. Das heißt, hier wird mehr von diesem Weiß übernommen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Noch ein Bild und noch ein Bild. Das soll es gewesen sein mit dem direkten Vergleich LCD-Display versus AMOLED. Kommen wir also zu einem Fazit. Das Display des Samsung Galaxy S4 ist unglaublich gut. Es ist super scharf, es liefert super viele Details. Ich weiß gar nicht, was man dort großartig meckern soll. Ob sich das auf die Akkulaufzeit großartig auswirkt, das kann ich euch im Review sagen. Ansonsten, Display gibt es 5 Daumen nach oben, alle die ich gerade so finden kann. Ja, viel mehr muss ich jetzt auch nicht sagen. Ich denke, ihr habt euch euer eigenes Bild gemacht. Das war mein Display-Check des Samsung Galaxy S4. Danke für eure Zeit. Ciao.